Christos es me, fricordi tecla, catare calusum imasis habim, demonon vrosis essi, schia anematos. Metalhammer hier Backstage mit den Schreiberlingen. Herr Strater zu meiner Rechten und Herr Sauermann zu meiner Linken dürfen wahrscheinlich einigen Leuten bekannt sein. Black Metal dafür, irgendwelche oder andere anderartige Sachen, die dir besonders gut gefallen haben? Das war natürlich klar. Beim Black Metal war ja nur Gutes hier am Start. Da hatten wir Primordial, Runes of Beverus, Secrets of the Moon, Aggerloch gestern. Fantastische Bands. Also da Black Metal tut sich natürlich was, die können ja auch was. Kunst ist anders. Deswegen haben wir zum Glück ein paar gute Death Metal Bands hier. Die da wären welche? Ja, Cannibal Corpse hatten es ein bisschen schwer gestern. Dreiviertelstunde Verspätung, scheinbar Theater mit der Technik. Die wirken etwas angespannt und sickig, man weiß es nicht. Ansonsten Überraschungssieger gestern, kein Death Metal, aber trotzdem gut war Nocturnal Witch. Kann ich hiermit empfehlen.
Daniel Invaders and a special guest. Introduce yourself. Daniel Duracell from Incarceration. Woo! Good. A very nice atmosphere here. I guess the dudes are a little bit drunk already. Are you drunk? It's coming. You know, the sun is... It's coming good. So, coming back, you played a show here. How was it? Oh, it was pretty cool. It was warm, a bit tired, but it was really cool. I liked it. Yeah. How many degrees? Take a guess. Oh, behind the drum kit? 35? 69. I don't know, man. 69. Like the position. Now is my time to blow up with all the mortal ones. Third world theaters. Bring up the human form. A wicked soul is on into eternity. I show no mercy. Like, was it the first time you played here? First time in Partizan, yeah. Would you enjoy coming back here? Anytime. Always ready and to fight front line in the battlefield. Front line. Also gestern zum gefühlten 30. Mal auf dem Festival gespielt, aber immer wieder geil. Gestern war besonders gut, habe ich so das Gefühl gehabt. Ich habe euch hier bestimmt schon mit SFX irgendwie 2-3 Mal und Hail und so weiter. Wie war es für dich gestern, der Gig? Ja, genial. Also erstens, ich meine, was ich gestern auf der Bühne auch sagte, wenn SFX hier kommt, dann kommen wir einfach mehr oder weniger zu Hause. Ne? Und, Wir wissen einfach, dass ja, ein Riesenteil des Publikums kommt vor uns. Kannst auch sehen an die T-Shirts. Da laufen, sagen wir mal, wenn wir 10.000 sind, da laufen 5.000 mit einem SWX-T-Shirt. Das kann ein Ding sein von 20 Jahre alt oder von gestern. Und ja, es ist einfach der Wahnsinn. Also wir waren in der Brutal Assault und haben auch richtig... Jetzt, vorgestern oder was? Ja, da ging es richtig ab und wir wissen einfach, ja, okay, wenn wir so morgen auf dem Partizan spielen, dann ist die Sache gelaufen, weißt du? Und die Jungs waren einfach so, sie waren richtig geil. Kann man wohl so sagen, ja. Ja, und auch Kompliment an Husky, weil der war natürlich richtig nervös, weil Partizan ist sein Fest. Und dann mit SWX, seine Lieblingsband, wo er dann auch noch ihr Schlagzeug spielt. Bob war noch da mit Erik natürlich, was Soben haben gespielt. War alles auch ein bisschen merkwürdig, aber... Die haben auch zugeguckt. Ich hab's aber, die haben neben mir gestanden. Ja, die haben zugeguckt, haben sie auch gesagt. Und Bob kam zu Husky und... Wenn du einen Fehler machst, dann zieh ich dich hinten am Schlagzeug weg. Also das ist so scheiße. Schneller, fliegender Wechsel, flieg rauf selber. Aber das war halt ein Scherz natürlich. Aber das, es hat einfach, es ist super gelaufen, auch richtig mega schön. Und ja, auch Dank an die Partizan-Leute wie immer. Das geht ab, ja. Jetzt neuer Schlagzeuger, wann gibt es denn die nächste Europa S-Fix Disaster Tour mit Double Duty von... Frag ihn mal und dann sage ich, okay, dann machen wir nur neue Stücke mit nur Double Bass, also ohne Ende. Was meint er doch? Er sagt, ja, das sehe ich auch später wie He-Man.
Nee, das, ich würde mir das selber auch nicht antun, um einen Abend hier Bullis und Asterix zu tun. Da gehst du einfach kaputt. Ja, apropos Stimme, da sind wir schon beim Thema. Du weißt nicht genau, wie alt du bist. Wenn du es nicht beantworten willst, lässt du einfach weg. Aber in dem Alter immer noch diese Stimme so raus zu quälen. Und du trinkst ja auch Bier und raust und so. Stimme geht aber noch. Alles. Ja. Keine Ahnung, wird man anscheinend mit geboren. Ich weiß es nicht. Sieht ganz danach aus. Keine Ahnung. Ich bin übrigens 12 Jahre alt.